Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit der Existenz und Eindeutigkeit von Gleichgewichtsverteilungen auseinandergesetzt haben, soll in dieser Vorlesung das Langzeitverhalten von rekurrenten Markov-Ketten im Mittelpunkt stehen. Schauen wir uns das im Detail einmal genauer an. Die erste Frage, der ich nachgehen möchte, ist die Konvergenz von Übergangswahrscheinlichkeiten. Und diese Frage haben wir bereits beantwortet im Fall von transienten Zuständen, nämlich im Korrelat 2.2 haben wir ja bereits gesehen, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten von beliebigen transienten Zuständen für n gegen unendlich gegen 0 konvergieren. Und jetzt ist die Frage, unter welchen Bedingungen ähnliche Konvergenzaussagen auch für rekurrente Markov-Ketten gilt. Und das erste Beispiel soll das Folgende deutlich machen, dass wir wirklich Bedingungen stellen müssen. Mich, ich möchte hier in dem ersten Beispiel einmal eine Markov-Kette auf diesem einfachen Wahrscheinlichkeitsraum E betrachten, der nur aus zwei Zuständen besteht, die ich einfach mal mit 1 und 2 bezeichnen möchte. Und ich möchte der Einfachheit halber mal folgende sehr einfache Übergangsmatrix betrachten, nämlich die Übergangsmatrix beschreibt das Folgende, nämlich mit Wahrscheinlichkeit 1 springe ich vom Zustand 1 in den Zustand 2. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 kann ich auch wieder von dem Zustand 2 in den Zustand 1 springen. Was man jetzt hier sofort nachrechnen kann, ist, dass wenn ich mir die ungeraden Potenzen der Markov-Kette oder dieser stochastischen Matrix P angucke, dann ist es gerade gleich P, wohingegen die geraden Potenzen dieser stochastischen Matrix P gleich der Einheitsmatrix. Das bedeutet aber nichts weiter anderes, als dass wenn ich mir die Endschrittübergangswahrscheinlichkeit vom Zustand 1 in den Zustand 2 beispielsweise anschaue, dass diese Folge von reellen Zahlen in n gar nicht konvergiert, sondern zwischen 0 und 1 oszilliert. Und die Vermutung legt nahe, dass diese Periodizität dieser Markov-Kette ursächlich für dieses Verhalten ist. Bevor ich darauf aber genauer eingehen möchte, möchte ich Ihnen erstmal ein Werkzeug vorstellen, mit der wir die Konvergenz von Markov-Ketten im Folgenden behandeln werden. Und das ist die sogenannte Kopplung von Markov-Ketten. Und darunter versteht man das Folgende, nämlich ich betrachte eine bivariate Markov-Kette und damit, das meine ich nichts weiter anderes als eine Markov-Kette, die aus zwei Komponenten besteht, die ich hier einmal mit xn und yn bezeichnen möchte. Der Zustandsraum ist dementsprechend der Produktraum E kreuz E. Und jetzt bezeichnet man eine derartige bivariate Markov-Kette als eine Markov'sche Kopplung oder einfach nur Kopplung einer μp-Markov-Kette, die ich mit xn bezeichnen möchte, und einer νp-Markov-Kette yn, die beide auf dem Zustandsraum E leben, falls das Folgende gilt, nämlich falls die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Komponente meiner bivariaten Markov-Kette zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Zustand x' befindet, gegeben, dass die bivariate Markov-Kette zum Zeitpunkt n sich im Zustand x, y befindet, gerade gegeben ist durch die Übergangswahrscheinlichkeit p vom Zustand x in den Zustand x', was ja nichts weiter anderes wäre als die Übergangswahrscheinlichkeit von der entsprechenden stochastischen, von dieser Markov-Kette xn. Und analoges gilt für die zweite Komponente dieser bivarianten Markov-Kette. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Beispiele von Kopplung vorstellen. Und das erste Beispiel ist die sogenannte unabhängige Kopplung. Und darunter versteht man das Folgende. Ich starte mit einer stochastischen Matrix P auf meinem Zustandsraum E und ich gebe mir vor zwei Wahrscheinlichkeitsmaße, die ich mit μ und ν bezeichnen möchte. Und jetzt möchte ich mir einmal eine bivariate Markov-Kette, die hier mit xn, yn bezeichnet wird, auf meinem Produktraum E kreuz E konstruieren. Und zwar in der folgenden Art und Weise, dass die Startverteilung meiner bivariaten Markov-Kette gerade durch das Produktmaß μ Tensor ν gegeben ist. Und dass die Übergangsmatrix, die ich hier mit P quer bezeichnen möchte, folgende Struktur hat, nämlich die Komponenten P quer von x, y nach x', y' ist gerade gegeben durch das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand x in den Zustand x' multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand y in den Zustand y'. Die Behauptung ist jetzt,
dass es sich bei dieser bivariaten Markov-Kette um eine Kopplung handelt der μp-Markov-Kette xn und der νp-Markov-Kette yn. Also die beiden Markov-Ketten haben dieselbe Übergangswahrscheinlichkeit. Warum ist das der Fall? Ich möchte das mal für die erste Komponente explizit nachrechnen. Und um deutlich zu machen, dass meine bivariate Markov-Kette in diesem Produktmaß startet, habe ich hier es explizit nochmal hingeschrieben. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, was kann ich aussagen über die Start- oder was weiß ich denn über die erste Komponente zum Zeitpunkt 0. Jetzt gucke ich mir einfach an, dieses Ereignis, dass sich die erste Komponente meiner bivarianten Markov-Kette zum Zeitpunkt 0 im Zustand x befindet. Das kann ich künstlich natürlich auch schreiben, als dass ich diese bivariate Markov-Kette in der Menge x Kreuz e befindet. Jetzt kann ich natürlich den Raum e disjunkt zerlegen, als eine Vereinigung über alle y aus e, kann die Sigma-Additivität meines Wahrscheinlichkeitsmaßes ausnutzen. Das Ganze also auch schreiben als die Summe über alle y aus e. Jetzt weiß ich natürlich, zum Zeitpunkt 0 befindet sich die Markov-Kette, diese bivariate Markov-Kette, gerade in der Startverteilung, was nichts weiter als dieses Produktmaß ist. Das heißt, nichts weiter als μ von x mal μ von y. Und jetzt kann ich natürlich ausnutzen, dass die Summe über y gerade 1 ist, weil μ ja ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Damit habe ich also nachgewiesen, dass die erste Komponente meiner bivariaten Markov-Kette in der Tat μ verteilt ist. Und jetzt möchte ich mich noch über von dem Übergangsmechanismus den näher untersuchen und überzeugen, dass er auch mit dem Übergangsmechanismus dieser Markov-Kette xn übereinstimmt. Und dazu betrachte ich einfach für ein beliebiges n aus den natürlichen Zahlen diese bedingte Wahrscheinlichkeit, nämlich dass die erste Komponente meiner bivariaten Markov-Kette zum Zeitpunkt n plus 1 sich im Zustand x' befindet, gegeben, dass die bivariate Markov-Kette zum Zeitpunkt n sich im Zustand x, y befindet. Jetzt kann ich das wieder schreiben in der Form, dass ich meine bivariate Markov-Kette zum Zeitpunkt n plus 1 in der Menge x' e befindet. Jetzt kann ich wieder den Zustandsraum e disjunkt zerlegen und ich kann die Sigma-Additivität benutzen und natürlich die Definition von der Übergangsmatrix meiner bivariaten Markov-Kette und erhalte das folgende, das ist nichts weiter als die Summe über alle y' aus meinem Zustandsraum, e quer von x, y in den Zustand x', y'. Jetzt kann ich hier natürlich für p quer einfach die Definition einsetzen und aufgrund der Tatsache, dass dieser erste Faktor unabhängig von y' ist und dass es sich bei p natürlich um eine stochastische Matrix handelt, ist natürlich die Summe von diesen Matrixelementen gerade gleich 1 und ich sehe, ich erhalte den gleichen Übergangsmechanismus wie diese Markov-Kette xn. Das kann man sich natürlich auch jetzt für die zweite Komponente überlegen und die Argumentation läuft analog und das zeigt natürlich, dass diese Form der bivariaten Markov-Kette eine Kopplung darstellt. Und das ist natürlich auch klar, dass ich das anders erreichen könnte, indem ich einfach zwei unabhängige Markov-Ketten nehmen würde, nämlich eine Markov-Kette xn mit der stochastischen Matrix p und der Startverteilung μ und einer weiteren unabhängigen Kopie einer Markov-Kette yn mit gleicher stochastischer Matrix p, aber unterschiedlichen Startverteilung μ. Und ich könnte einfach die Verteilung des Paares xn, yn betrachten und deren Übergangsmatrix würde genau mit dieser Übergangsmatrix p quer übereinstimmen. Daher der Name unabhängige Kopplung. Der zweite Kopplungsmechanismus ist das sogenannte unabhängige Verschmelzen. Darunter versteht man das folgende. Ich starte wiederum mit einer stochastischen Matrix p auf meinem Zustandsraum e und ich gebe mir auch wieder vor zwei Wahrscheinlichkeitsmaße μ und μ auf meinem Zustandsraum E. Und jetzt definiere ich mir meine Übergangsmatrix P quer auf folgende Art und Weise, nämlich die Wahrscheinlichkeit vom Zustand der x, y in den Zustand x', y' überzugehen, ist gegeben durch das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten, falls x und y verschieden sind.
Es ist gleich der Übergangswahrscheinlichkeit p von x nach x', falls x gleich y ist und x' gleich y' und 0 sonst. Das heißt, wenn man sich das grafisch anschaut, wenn ich die Markov-Kette in verschiedenen Punkten starte, dann laufen die am Anfang wie zwei unabhängige Markov-Ketten bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sich in einem Punkt begegnen, und ab dem Zeitpunkt laufen sie sozusagen gemeinsam weiter. Und jetzt kann man nachweisen, dass die Markov-Kette mit Startverteilung μ Tenson μ und Übergangsmatrix P quer, also diese bivariate Markov-Kette, in der Tat eine Kopplung ist der μ-P-Markov-Kette und einer μ-P-Markov-Kette auf dem Zustandsraum E. Und analog, wie vorhin, wie ich deutlich gemacht habe, bei der unabhängigen Kopplung, kann man diese Kopplung auch mit Hilfe von zwei unabhängigen Kopien realisieren. Und das ist der Inhalt der folgenden Aufgabe. Also gegeben, oder betrachten Sie zwei unabhängige Markov-Ketten xn und yn mit derselben Übergangsmatrix P, aber unterschiedlichen Startverteilungen. Jetzt definiert man sich eine Stoppzeit T als den ersten Zeitpunkt n in den natürlichen Zahlen inklusive n0, wo sich beide Markov-Ketten begegnen. Und dann möchte ich mir einen neuen stochastischen Prozess Zn definieren, auf folgende Art und Weise, nämlich der Wert von Zn ist gerade gleich dem Wert yn, falls n kleiner ist als diese Stoppzeit, und er ist gegeben durch xn, falls n größer gleich ist, als diese Stoppzeit ist. Und dadurch, dass beide zum Stoppzeitpunkt übereinstimmen, ist es jetzt hier nicht relevant, ob ich mit größer und größer gleich unterscheide. Jetzt ist die Behauptung, dieser stochastische Prozess Zn ist eine μ-P-Markov-Kette. Und des Weiteren, die gemeinsame Verteilung von xn und zn stellt eine bivariate Markov-Kette dar, nämlich die des unabhängigen Verschmelzen. Mit anderen Worten, die stochastische Matrix dieser bivariaten Markov-Kette ist gerade gegeben durch diesen Übergangsmechanismus. An dieser Stelle eine kleine Warnung: Selbst wenn man mit einer irreduziblen stochastischen Matrix P startet, ist garantiert das nicht, dass diese Übergangsmatrix P quer der unabhängigen Kopplung bzw. des unabhängigen Verschmelzens wiederum irreduzibel ist. Und das zeigt das folgende kleine Beispiel. Betrachte wieder eine Markov-Kette auf meinem Zustandsraum, der nur aus zwei Elementen besteht, die ich wieder mit 1 und 2 bezeichnen möchte. Und wie im vorangegangenen Beispiel möchte ich den folgenden Übergangsmechanismus betrachten, nämlich mit Wahrscheinlichkeit 1 springe ich vom Zustand 1 in den Zustand 2. Und wenn ich im Zustand 2 bin, springe ich wieder mit Wahrscheinlichkeit 1 zurück in den Zustand 1. Dann ist klar, dass diese stochastische Matrix irreduzibel ist. Und jetzt betrachte ich einfach mal die stochastische Matrix P quer der unabhängigen Kopplung. Und jetzt möchte ich mich davon überzeugen, dass diese stochastische Matrix im Allgemeinen nicht irreduzibel ist. Und dazu muss ich zeigen, dass ich zwei Zustände xy und x'y' finde in meinem Produktraum E kreuz E, derart, dass für alle Zeitpunkte n die Übergangswahrscheinlichkeit identisch 0 ist. Und ich wähle hier einfach mal den Zustand 1, 1 und den Zustand 1, 2. Jetzt schreibe ich die Definition aus. Dann ist das nichts weiter anderes als die n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand 1 in den Zustand 1 multipliziert mit der n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand 1 in den Zustand 2. Was ich jetzt aufgrund der Struktur dieser stochastischen Matrix P sehe, ist, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit 0 ist, falls n ungerade ist. Umgekehrt sehe ich, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit 0 ist für alle n gerade. Und das bedeutet, für jedes n ist einer dieser beiden Faktoren 0. Und damit folgt daraus, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit, nämlich P quer n, vom Zustand 1, 1 in den Zustand 1, 2, 0 ist für alle natürlichen Zahlen inklusive der 0. Folglich ist die stochastische Matrix P
eher nicht irreduzibel. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptsatz dieses Abschnittes und das ist die folgende Konvergenzaussage. Also ich starte mit einer Markov-Kette Xn, von der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel ist, aperiodisch und rekurrent. Und den Zustandsraum dieser stochastischen Matrix, dieser Markov-Kette möchte ich mit E bezeichnen und die Übergangsmatrix wiederum mit P. Und dann ist die Aussage des folgenden Satzes folgende. Für alle Zustände X und Y aus meinem Zustandsraum gilt, dass die N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit von X nach Y konvergiert, und zwar gegen 0, falls meine Markov-Kette X 0 rekurrent ist und gegen den Wert des invarianten Maßes an der Stelle Y, falls meine Markov-Kette positiv rekurrent ist. Und der Beweis unterteilt sich im Wesentlichen in drei Schritte. Der erste Schritt ist eine Aussage, wie man Differenzen von Übergangswahrscheinlichkeiten mithilfe der Kopplung kontrollieren kann. Und dazu möchte ich hier diese bivariate Markov-Kette der unabhängigen Kopplung, die wir in Beispiel 34 eingeführt haben, betrachten. Und aufgrund der Tatsache, dass die stochastische Matrix P irreduzibel und aperiodisch ist, folgt aus dem Satz 2.10 zunächst einmal, dass jeder Zustand aperiodisch ist. Und Korrelat 2.6 garantiert mir, dass für beliebige Punkte x, x', y', aus meinem Zustandsraum ein n0, was von diesen Zuständen abhängen kann, in den natürlichen Zahlen n existiert, derart, dass meine Übergangswahrscheinlichkeit in n Schritten vom Zustand xy in den Zustand x'y' zu übergehen, positiv ist für alle n, die größer sind als n0. Und hier in diesem Schritt bräuchte ich die Aperiodizität meiner Markov-Kette xn, mit der ich starte. Als Konsequenz daraus folgt natürlich, dass meine bivariate Markov-Kette irreduzibel ist. Und jetzt möchte ich wie folgt vorgehen. Ich fixiere mir ein n0 in meinem Zustandsraum und ich betrachte die erste Treffzeit des Zustandes x0, x0 meiner bivariaten Markov-Kette. Und um mir ein bisschen Schreibarbeit zu ersparen, möchte ich diese Treffzeit abkürzen einfach mit dieser Zufallsvariable s. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass für Zustände x, y und z gilt, dass die Endschritt-Übergangswahrscheinlichkeit von x nach y zu gelangen und die Endschritt-Übergangswahrscheinlichkeit von z nach y gelangen. Diese Differenz lässt sich kontrollieren durch die Wahrscheinlichkeit, dass meine bivariate Markov-Kette in den Zuständen x und z startet und bis zum Zeitpunkt n noch nicht den Zustand x0, x0 getroffen hat. Und um das zu zeigen, möchte ich im ersten Schritt mir die folgende Wahrscheinlichkeit einmal genauer betrachten. Nämlich ich betrachte bezüglich der Verteilung der bivariaten Markov-Kette mit Startverteilung Dirac-Maß auf x und Dirac-Maß auf z das Ereignis, dass sich die erste Komponente zum Zeitpunkt n im Zustand y befindet und dass diese Treffzeit des Zustandes x0, x0 eingetreten ist vor dem Zeitpunkt n. Als erstes möchte ich dieses zweite Ereignis disjunkt zerlegen. Das kann ich nämlich auch schreiben als die Summe über alle m von 1 bis n von dieser Wahrscheinlichkeit, dass die bivariate Markov-Kette in den Punkt x, z startet, die erste Komponente sich zum Zeitpunkt n im Zustand y befindet und die Treffzeit s den Wert m annimmt. Jetzt kann ich natürlich wieder die Fallunterscheidungsformel benutzen und auf dieses letzte Ereignis bedingen und ich erhalte dieses Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt möchte ich hier mir in dieser zweiten bedingten Wahrscheinlichkeit kann ich natürlich noch künstlich dieses Ereignis hinzufügen, dass sich nämlich der Prozess
der bivariaten Markov-Kette zum Zeitpunkt des Treffens, nämlich zum Zeitpunkt M, gerade im Zustand x0 befindet, also x0,x0 befindet. Dieses Ereignis hat natürlich unter diesem Ereignis, dass S den Wert M annimmt, den Wert 1. Und jetzt kann ich natürlich wiederum den Satz 1,10, also diese allgemeine Markov-Eigenschaft, auf diese bivariate Markov-Kette anwenden und ich erhalte nichts weiter anderes, als dass ich meine bivariate Markov-Kette in dem Zustand x0,x0 starte und dass ich die erste Komponente zum Zeitpunkt n-m im Zustand y befindet. Und diese Wahrscheinlichkeit möchte ich mir jetzt genauer einmal ansehen. Nämlich, ich kann das jetzt wiederum schreiben mit Hilfe der Übergangsmatrix der bivariaten Markov-Kette und das ist nichts weiter anderes als die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum oder y' aus meinem Zustandsraum e von dieser n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit p quer, n-m-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit p quer vom Zustand x0, x0 in den Zustand y, y'. Und das ist dann nach Definition nichts weiter anderes als dieses Produkt. Jetzt sieht man, hier passiert etwas sehr Interessantes, nämlich diese beiden Faktoren kann ich auch einfach miteinander vertauschen aufgrund der Kommutativität der Multiplikation reeller Zahlen. Und ich kann diese Übergangswahrscheinlichkeit auch alternativ schreiben als diese n-m-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit p quer vom Zustand x0, x0 in den Zustand y', y, was ja nichts weiter anderes ist als die Verteilung bei Start in x0, x0 meiner bivariaten Markov-Kette, dass sich die zweite Komponente zum Zeitpunkt n-m im Zustand y befindet. Und das hat die folgende Konsequenz, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine, wenn ich meine bivariate Markov-Kette im Zustand x, z starte und dieses Ereignis betrachte, dass die erste Komponente sich zum Zeitpunkt n im Zustand y befindet und die Treffzeit des Zustandes x0, x0 eingetreten ist vor oder bis zum Zeitpunkt n, dass ich diese Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken kann als die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine bivariate Markov-Kette in x, z starte und dass die zweite Komponente sich zum Zeitpunkt n im Zustand y befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x0, x0 bis zum Zeitpunkt n eingetreten ist. Wie kann ich das jetzt nutzen? Na, ich kann jetzt diese Differenz der beiden Übergangswahrscheinlichkeiten, die mich eigentlich interessiert, ausdrücken mit Hilfe der bivariaten Markov-Kette. Nämlich, ich kann die Wahrscheinlichkeit, in n Schritten von x nach y zu gelangen, auch ausdrücken als mithilfe der Übergangs- oder dieser Verteilung der bivariaten Markov-Kette bei Start in x, z, dass sich die erste Komponente zum Zeitpunkt n in y befindet und die zweite Übergangswahrscheinlichkeit hier bei Start in z in n Schritten nach y zu gelangen, kann ich ausdrücken als die mithilfe der bivariaten Markov-Kette bei Start in diesem Zustand x, z, dass sich die zweite Komponente in y befindet. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, bezüglich dieser beiden Ereignisse möchte ich schneiden mit dem Ereignis, dass einmal die Treffzeit s kleiner gleich n ist und entsprechend möchte ich schneiden mit dem disjunkten Ereignis, dass die Treffzeit s strikt größer ist als n. Und was haben wir gesehen? Aufgrund dieser Vorüberlegung hier wissen wir natürlich, wenn ich auf dieses mit diesem Ereignis schneide, dass die Treffzeit bis zum Zeitpunkt n eingetreten ist, heben sich gerade die beiden Ausdrücke weg und übrig bleibt einfach nur die Differenz der folgenden beiden Wahrscheinlichkeiten, nämlich der Wahrscheinlichkeit bei Starten xz, dass die erste Komponente zum Zeitpunkt n sich in y befindet und dass ich bis zum Zeitpunkt n noch nicht den Zustand x0, x0 getroffen habe und entsprechend bezüglich der zweiten Komponente. Jetzt kann ich natürlich in beiden diesen Wahrscheinlichkeiten wieder auf das Ereignis bedingen, dass die Treffzeit einen Wert annimmt, der strikt größer ist als n. Ich erhalte den folgenden Ausdruck, nämlich die Differenz von diesen beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit,
dass meine bivariate Markov-Kette in dem Zustand x, z startet und die Treffzeit des Zustandes x0, x0 bis zum Zeitpunkt n noch nicht eingetreten. Jetzt sehe ich diese Differenz hier, kann ich aber einfach nach oben abschätzen durch 1. Damit erhalte ich genau das Gewünschte, nämlich dass ich die Differenz von diesen N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten nach oben kontrollieren kann durch die Verteilung der Treffzeit des Zustandes x0, x0 oder beziehungsweise den Tail dieser Verteilung meiner bivariaten Markov-Kette. Das möchte ich jetzt ausnutzen. Und im zweiten Schritt möchte ich jetzt erstmal den Fall betrachten, dass meine Markov-Kette xn, mit der ich starte, positiv rekurrent ist. Und dann folgt natürlich sofort aus dem Satz 3.6a, dass es eine eindeutig bestimmte Gleichgewichtsverteilung gibt und die möchte ich mit Pi bezeichnen. Und jetzt möchte ich mal das Folgende nachrechnen, nämlich ich gucke mir einfach mal das Produktmaß Pi Tensor Pi an und rechne einfach mal nach, was ist denn die Summe über alle Zustände xy aus meinem Produktraum e kreuz e von diesem Produktmaß an der Stelle xy multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit p quer vom Zustand xy in den Zustand x'y'. Jetzt kann ich natürlich an dieser Stelle wieder die Definition einsetzen und das Ganze umschreiben als dieses Wahrscheinlichkeitsmaß pp an der Stelle x' multipliziert mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß pp an der Stelle y'. Und jetzt kann ich natürlich ausnutzen, dass ich weiß, dass Pi eine Gleichgewichtsverteilung ist und dass ich diese beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen auch schreiben kann als Pi von x' multipliziert mit Pi von y', was ja nichts weiter ist als das Produktmaß Pi Tensor P, Pi ausgewertet an der Stelle x', y'. Das bedeutet also nichts weiter anderes, als dass dieses Produktmaß Pi Tensor Pi eine Gleichgewichtsverteilung von meiner bivariaten Markov-Kette. Also folgt wiederum aus dem Satz 3.6a, dass meine bivariate Markov-Kette positiv rekurrent ist und damit insbesondere rekurrent ist. Dadurch, dass wir auch wissen, dass die bivariate Markov-Kette irreduzibel ist, folgt natürlich sofort aus dem Satz 2.12, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in dem Zustand xz den Zustand x0 in endlicher Zeit zu treffen, den Wert 1 annimmt. Jetzt kann ich natürlich das kombinieren mit dem Resultat aus Schritt 1, nämlich dass der Lim-Sub von der Differenz dieser Übergangswahrscheinlichkeiten sich nach oben beschränken lässt durch die Wahrscheinlichkeit, dass meine bivariate Markov-Kette in dem Zustand x, z startet, die Treffzeit des Zustandes x0 den Wert unendlich annimmt und von dem wissen wir ja gerade, aufgrund dieser Überlegung, dass das gerade 0 ist. Heißt also nichts weiter anderes, als dass die Differenz dieser Übergangswahrscheinlichkeiten, dieser N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten im Limes n gegen 0 verschwindet. Schauen wir uns jetzt sozusagen in einem letzten Schritt noch an, was kann ich denn aussagen über die folgende Differenz, nämlich diese N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand x in den Zustand y zu gelangen, minus dem Wert der Gleichgewichtsverteilung im Zustand y. Kann ich natürlich als erstes den Wert der Gleichgewichtsverteilung y auch mit Hilfe der Definition ausdrücken als die Summe über alle z aus e, pi von z, multipliziert mit dem Wert pn von z, y. Und hier habe ich jetzt nur benutzt, dass Pi eine Gleichgewichtsverteilung und damit insbesondere invariant bezüglich P und damit auch bezüglich P hoch n ist. Und dadurch, dass Pi ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, kann ich natürlich diese reelle Zahl auch in dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hineinziehen. Jetzt möchte ich erstmal nur Dreiecksungleichung nutzen, erhalte damit die folgende Abschätzung. Jetzt sehe ich natürlich diese Differenz, die wir hier hinten stehen haben, ist in natürlicher Weise nach oben beschränkt durch 1. Also können wir jetzt hier wiederum den Satz von Lebesgue anwenden und der sagt uns jetzt das Folgende aus, nämlich dass der Lim-Sub von dieser Differenz zwischen der Endschritt-Übergangswahrscheinlichkeit von dem
Zustand X in den Zustand Y zu gelangen und dem invarianten Maß oder der invarianten Gleichgewichtsverteilung des Zustandes Y im Limes n gegen unendlich verschwindet. Das heißt, wir haben gezeigt, dass diese N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten im Falle positiver Rekurrenz konvergiert gegen den Wert des invarianten Maßes. Was wir natürlich auch noch wissen, ist, dass das invariante Maß sich aufgrund des Satzes 3.6 auch ausdrücken lässt, das Inverse der erwarteten Treffzeit des Zustandes Y bei Start in Y, und das war ja gerade die Behauptung. Bleibt noch der Fall zu untersuchen, dass unsere Markov-Kette Xn, mit der wir starten, nullrekurrent ist. Und jetzt gibt es zwei Fälle zu unterscheiden, nämlich der erste Fall, es könnte sein, dass unsere bivariante Markov-Kette transient ist. Dann können wir natürlich aber das Korrelat 2.2 benutzen, das uns ja aussagt, dass die entsprechende N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit der bivarianten Markov-Kette im Limes n gegen unendlich gerade verschwindet. Und jetzt können wir das natürlich ausnutzen und uns mal den Übergang angucken von dem Zustand xx in den Zustand yy. Nach Definition ist es ja nichts weiter anderes als das Quadrat der N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand x in den Zustand y. Und damit haben wir bereits die Behauptung gezeigt, im Falle, dass die bivariate Markov-Kette transient ist. Bleibt also nur noch der zweite Fall zu betrachten, dass die bivariate Markov-Kette rekurrent ist. Jetzt können wir natürlich wieder benutzen, was wir im Schritt 2 bereits gesehen haben, nämlich, dass zusammen mit dem Schritt 1 folgt, dass die Differenz der N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Zuständen xy und xz im Limes n gegen unendlich, Entschuldigung, hier ist ein Tippfehler, das muss zy heißen, verschwindet. Was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass auch in diesem Fall gilt, dass die Übergangswahrscheinlichkeit in N-Schritten von x nach y zu gelangen selber bereits verschwindet. Und das machen wir mit Hilfe eines Widerspruchsbeweises. Nämlich, wir nehmen einmal an, dass der Lim-Sub für n gegen unendlich von dieser Übergangswahrscheinlichkeit Pn von xy für einen Zustand xy aus meinem Produktraum konvergiert gegen ein Alpha, was strikt positiv ist. Was wissen wir jetzt? Wir wissen jetzt natürlich sofort aufgrund dieser Konvergenz des Lim-Subs, dass es eine Teilfolge geben muss, die ich mit nk bezeichnen möchte, sodass entlang dieser Teilfolge sogar der Limes existiert und gerade gleich dem Wert Alpha ist. Und jetzt möchte ich den Satz 3.4 ausspielen. Und der hing zusammen mit dem Begriff des invarianten Maßes. Nämlich, da haben wir uns davon überzeugt, dass das folgende Objekt, nämlich μ x von z, was einfach gegeben ist als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, wie viel Zeit ich im Zustand y verbringe, bevor ich wieder den Zustand x treffe, gerade ein invariantes Maß ist. Und zudem wissen wir von diesem invarianten Maß, dass es einen Wert annimmt, für jeden Zustand z zwischen 0 und unendlich, wobei 0 und unendlich ausgeschlossen sind. Und aufgrund der Tatsache, dass meine Markov-Kette xn 0 rekurrent ist, wissen wir natürlich, dass die Summe über alle z von μ xz gerade gleich ist der erwarteten Treffzeit des Zustandes x bei Starten x, und aufgrund der Definition von 0 rekurrent wissen wir, dass das den Wert unendlich annimmt, diese erwartete Treffzeit. Das bedeutet jetzt aber nichts weiter anderes, als dass ich eine endliche Teilmenge meines Zustandsraumes E finden kann, die ich mit M bezeichnen möchte, sodass die Summe meines invarianten Maßes μx über alle z aus dieser Menge M einen Wert annimmt, der größer ist als 2 durch Alpha mal dem Wert des invarianten Maßes μx an der Stelle y. Hier haben wir jetzt ausgenutzt, dass wir wissen, dass dieser Wert endlich ist. Das war eine Konsequenz von dem Satz 3.4.
Und was ich jetzt machen möchte, ist das Folgende. Aufgrund dieser Konvergenz entlang der Teilfolge und aufgrund der Konvergenz der Differenz der Übergangswahrscheinlichkeiten kann ich natürlich ein K0 in den natürlichen Zahlen so finden, dass auf der einen Seite die Differenz der Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in nk Schritten nach y zu gelangt minus dem Wert von Alpha beschränkt ist durch Alpha Viertel und dass das Maximum über diese endliche Menge m von dieser Differenz der Übergangswahrscheinlichkeiten einmal in nk Schritten vom Zustand x in den Zustand y zu gelangen und in nk Schritten von dem Zustand z in den Zustand y zu gelangen, auch nach oben beschränkt ist durch den Wert Alpha Viertel. Und diese beiden Abschätzungen kann ich zur Kontrolle der Übergangswahrscheinlichkeit pnk von dem Zustand z, y nach unten benutzen. Und das mache ich wie folgt. Also ich fixiere hier ein k, was größer ist als k0. Und die folgende Rechnung gilt uniform über alle z aus meiner Menge m. Was ich machen möchte, ich möchte im ersten Schritt eine Nulladdition durchführen. Nämlich ich addiere Alpha und ziehe Alpha wieder ab. Dann kann ich natürlich diese Differenz, die ich hier stehen habe, Beträge setzen und das Ganze mit Minuszeichen nach unten abschätzen. Halte ich eine untere Schranke für diesen Ausdruck. Und dann möchte ich noch eine Nulladdition durchführen, nämlich ich möchte den Wert von der Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in nk Schritten nach y zu gelangen, hinzuaddieren und abziehen und wieder die Dreiungsgleichung benutzen. Dann erhalte ich die folgende untere Schranke. Und jetzt sehen wir aufgrund der Wahl von K0, dass die Differenz dieser Übergangswahrscheinlichkeiten nach oben beschränkt ist durch Alpha Viertel und uniform für alle z und dass auch diese Differenz zwischen der Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in nk Schritten nach y zu gelangen minus dem Wert von Alpha nach oben beschränkt ist durch Alpha Viertel. Und damit haben wir gezeigt, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit sich nach unten beschränken lässt und zwar in strikter Art und Weise durch den Wert Alpha halbe. Und um den Widerspruch herbeizuführen, betrachte ich jetzt einmal das invariante Maß an der Stelle y. Und aufgrund der Tatsache, dass es invariant ist, kann ich das natürlich auch schreiben als die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum e, μ x von z, multipliziert mit dem Wert der n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit, oder besser gesagt der nk-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit von z nach y. Dadurch, dass die natürlich diese beiden Terme nicht negativ sind, kann ich eine untere Schranke dadurch erreichen, dass ich einfach die Summation einschränke auf die Menge m, die ja endlich ist. Dann kann ich natürlich diese Übergangswahrscheinlichkeit aufgrund dieser Überlegung, die wir hier angestellt haben, nach unten abschätzen durch Alpha halb. Was übrig bleibt, ist die Summe über alle z aus m von μ x von z. Jetzt haben wir aber die Menge gerade so gewählt, dass diese Summe nach unten beschränkt ist durch den Wert 2 durch Alpha mal μ x an der Stelle y. Wenn ich das einsetze, sehe ich gerade, dass die Alpha halbe Faktoren sich rauskürzen. Und was übrig bleibt, ist die strikte untere Schranke, nämlich der Wert μ x an der Stelle z. Und damit haben wir jetzt aber einen Widerspruch erzeugt. Das bedeutet, unsere Annahme, dass dieser Lim sub einen Wert annimmt, der strikt positiv ist, falsch sein muss. Und daraus folgt sofort die Konvergenz dieser Endschritt-Übergangswahrscheinlichkeiten, was wir ja zeigen wollten. Damit haben wir den Beweis von Satz 4.1 erbracht. An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine kleine Aufgabe vorstellen. Das ist das Folgende. Und die Aufgabe dient dazu, Teile dieses Satzes 4.1 zu verallgemeinern im Falle von periodischen Markov-Ketten. Und dazu betrachte ich hier eine Markov-Kette Xn, die irreduzibel sei und von der ich annehmen möchte, dass sie periodisch ist mit einer Periode d, die strikt größer ist als 1.
Und ich möchte wieder mit SX die Treffzeit des Zustandes X bezeichnen. Jetzt definiere ich mir einen neuen stochastischen Prozess, den ich mit YN bezeichnen möchte. Und der ist wie folgt definiert. Also Y zum Zeitpunkt N ist nichts weiter als der Wert der Markov-Kette X zum Zeitpunkt D mal N. Und ich bezeichne mit SDX die erste Treffzeit dieses stochastischen Prozesses Y des Zustandes X. Was wissen wir jetzt? Aufgrund von der Aufgabe 8 wissen wir bereits, dass es sich bei YN um eine Markov-Kette handelt. Und was zu zeigen ist, dass YN zum einen aperiodisch ist und dass der folgende Zusammenhang zwischen diesen beiden Treffzeiten besteht, nämlich die Treffzeit der Markov-Kette Y des Zustandes X ist gerade gleich 1 durch D mal der Treffzeit des Zustandes X von der Markov-Kette X. Und das gilt Px fast sicher. Und zum anderen ist die erwartete Treffzeit des Zustandes X bezüglich der Markov-Kette Y gegeben durch 1 durch D mal der erwarteten Treffzeit des Zustandes X bei Start in X von der Markov-Kette X. Und diese Aussage oder diese Aufgabe wird im Folgenden nützlich sein. Nämlich, was ich jetzt zeigen möchte, ist, ich möchte mir mal angucken, was ich aussagen kann über eine irreduzible, periodische und positiv rekurrente Markov-Kette mit Zustandsraum E und stochastischer Matrix P. Und ich möchte annehmen, dass die Periode strikt größer ist als A. Dadurch, dass die Markov-Kette positiv rekurrent ist, wissen wir natürlich, dass eine Gleichgewichtsverteilung Pi existiert. Und was es jetzt zu zeigen gilt, ist das Folgende, nämlich dass die ND-Übergangswahrscheinlichkeit, also dass die bei Start in X, dass ich in n mal d Schritten wieder nach x zurückgelangen, dass diese Wahrscheinlichkeit im Limes n gegen unendlich konvergiert, und zwar gegen den Wert d mal dem Wert der Gleichgewichtsverteilung an der Stelle x. Wie kann ich das zeigen? Na, ich betrachte dazu mal die folgende Markov-Kette, die ich mit yn bezeichnen möchte, und deren Übergangsmatrix gegeben ist durch dieses d-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix B. Und diese Übergangsmatrix möchte ich hier mit Q bezeichnen. Was wissen wir? Dadurch, dass die Matrix Markov-Kette Xn irreduzibel ist, folgt natürlich auch sofort, dass die Markov-Kette Yn irreduzibel ist. Wir wissen auch, in Verteilung stimmt die Markov-Kette Yn mit der Markov-Kette unter diesem Zeitwechsel überein. Und aufgrund der vorangegangenen Aufgabe wissen wir natürlich auch, dass die Markov-Kette YN aperiodisch ist. Und aufgrund der Tatsache, der Aussage über die erwartete Treffzeit, wissen wir auch, dass diese Markov-Kette YN positiv rekurrent ist. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, um den Satz 4.1 anzuwenden. Und der sagt uns ja das Folgende aus, dass nämlich diese N-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit der Markov-Kette Y vom Zustand X in den Zustand X konvergiert, nämlich gegen den Erwartungswert Treffzeit des Zustandes X bezüglich der Markov-Kette Y bei Start in X. Jetzt haben wir gesehen, aufgrund der Aufgabe 23, dass das auch das Gleiche ist wie D geteilt durch die erwartete Treffzeit des Zustandes X bezüglich der Markov-Kette Xn bei Start in X. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich aufgrund der Definition von Q, dass diese Wahrscheinlichkeit übereinstimmt mit dieser Wahrscheinlichkeit oder mit diesem Matrixelement Pnd x, x. Und aufgrund von Satz 3.6 wissen wir natürlich auch, dass diese erwartete Treffzeit übereinstimmt mit dem Invarianten, mit der Gleichgewichtsverteilung. Und daraus folgt natürlich die Aussage der Behauptung.
Was ich Ihnen abschließend noch zeigen möchte ist oder vorstellen möchte, ist der Beweis vom Satz 2.3, den ich Ihnen bisher schuldig geblieben bin. Und der Satz 2.3 sagte aus, dass eine Markov-Kette null rekurrent ist, genau dann, wenn die Übergangswahrscheinlichkeiten vom Zustand X in den Zustand X in n Schritten zu gelangen, im Limes n gegen unendlich gegen 0 konvergieren. Wie möchte ich hier vorgehen? Also ich fixiere mir erstmal ein X aus meinem Zustandsraum E und mit Kx möchte ich die kommunizierende Klasse bezeichnen, die den Zustand X enthält. Und in Aufgabe 15 haben wir ja gesehen, dass wenn wir die stochastische Matrix unserer Markov-Kette Xn einschränken auf die kommunizierende Klasse, dass die eingeschränkte stochastische Matrix wieder stochastisch ist. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann ich natürlich annehmen, dass meine Markov-Kette Xn, mit der ich starte, irreduzibel ist. Jetzt gilt es, zwei Fälle zu unterscheiden. Der erste Fall ist, dass meine Markov-Kette Xn aperiodisch ist und dann folgt die Behauptung sofort aus dem Satz 4.1, nämlich wir wissen dann zum einen, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten nach Aussage von Satz 4.1 gegen 0 konvergieren und die umgekehrte Richtung, wenn wir wissen, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten zu 0 konvergieren, können wir einen Widerspruchsbeweis führen und annehmen, unsere Markov-Kette Xn im Satz 2.3 wäre positiv rekurrent, dann wüssten wir, sie konvergiert gegen das Invariante, gegen die Gleichgewichtsverteilung, von der wir wissen, dass sie positiv ist, und daraus folgt dann der Widerspruch. Bleibt also der zweite Fall zu betrachten, nämlich, dass meine Markov-Kette Xn periodisch ist mit einer Periode d, die strikt größer ist als 1. In diesem Fall möchte ich jetzt erstmal die Rückrichtung betrachten, nämlich wenn wir wissen, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten nach Voraussetzung vom Zustand x in n Schritten in den Zustand x zurückzukehren gegen 0 konvergieren, dann kann ich natürlich erstmal annehmen, wieder einen Widerspruchsbeweis führen und annehmen, die Markov-Kette xn wäre positiv rekurrent. Und jetzt können wir das kombinieren mit dem Korrelat 2.4, nämlich erstmal aus der Voraussetzung wissen wir, dass diese Übergangswahrscheinlichkeiten gegen 0 konvergieren. Aufgrund von Korrelat 4.2 wissen wir aber auch, dass dieser Ausdruck konvergiert gegen d geteilt durch den Erwartungswert bei Start in x in den Zustand sx zu treffen. Und von diesem Ausdruck wissen wir aber, dass er strikt positiv ist, weil diese Wahrscheinlichkeit aufgrund der Tatsache, dass wir angenommen haben in unserem Widerspruchsbeweis, dass xn positiv rekurrent ist, dass dieser Erwartungswert endlich ist. Daraus folgt der Widerspruch, also muss meine Markov-Kette xn null rekurrent gewesen sein. Die umgekehrte Richtung funktioniert nun wie folgt. Wir nehmen also an, unsere Markov-Kette xn wäre null rekurrent und wir wollen zeigen, dass dann die Übergangswahrscheinlichkeiten gegen 0 konvergieren. Was wir natürlich zunächst einmal wissen, ist die n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit von x in den Zustand x 0 ist für alle n, die kein Vielfaches der Periode sind. Und also brauchen wir nur noch die Aussage zu zeigen für alle natürlichen Zahlen n, die ein Vielfaches der Periode sind. Und dazu nehmen wir uns jetzt wieder her diese Markov-Kette yn, deren Übergangswahrscheinlichkeit oder Übergangsmatrix gegeben ist durch das d-fache Produkt der stochastischen Matrix p. Wir wissen natürlich dann, dass dann diese Markov-Kette yn in Verteilung übereinstimmt mit der Markov-Kette x bei einem Zeitwechsel, nämlich indem ich diese Markov-Kette x zu den Zeitpunkten d mal n nur betrachte. Und aufgrund der Aufgabe 23 wissen wir natürlich, dass diese Markov-Kette yn aperiodisch, irreduzibel und nullrekurrent ist. Also können wir wiederum den Satz 4.1 anwenden und der sagt uns dann, dass diese Übergangswahrscheinlichkeiten der Markov-Kette yn vom Zustand x in den Zustand x in n Schritten zu gelangen, im Limes n gegen unendlich verschwindet. Und das ist ja gerade gleich
dieser Übergangswahrscheinlichkeit d in nd Schritten von x nach x zu gelangen. Und damit haben wir den Beweis vom Satz 2,3 erbracht.